Die Forderungen nach weiteren Waffenlieferungen verfolgen den Kanzler bis nach Südamerika. Und dort sah er sich nun zu einem Machtwort gezwungen. Eher ungewöhnlich. Innenpolitik wird im Ausland eigentlich nicht kommentiert. Aber es war eben nicht irgendwer, der sich zu Wort gemeldet hatte, sondern seine SPD-Co-Chefin Esken, die Kampfjets für Kiew nicht ausschießen wollte. Was allerdings eine explizit formulierte rote Linie ist von Olaf Scholz. Leopard-Panzer liefert Deutschland an die Ukraine. Kiew fordert nun auch Kampfjets. Auf die Frage, ob die Bundesrepublik überhaupt Kampfflugzeuge liefern könne, antwortet Bundesverteidigungsminister Pistorius bei einem Besuch beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in der Nähe von Potsdam. Also, ich habe etwas gelernt in der Politik, dass ich auf hypothetische Fragen nicht antworte, egal ob sie meine Person oder tatsächliche Situationen betreffen. Und das gilt für diese Frage auch. Und im Übrigen hat der Bundeskanzler dazu meines Wissens alles gesagt, was zu sagen ist. Olaf Scholz, gerade auf Südamerika-Reise, hatte vorher die Lieferung von Kampfflugzeugen abgelehnt und ein Machtwort gesprochen. Wir haben auch zum Beispiel solche unsinnigen Ansinnen wie Bodentruppen abgelehnt. Und deshalb nochmal, es ist dazu jetzt wirklich alles gesagt, auch von mir. Gerichtet ist das wohl auch an seine Parteikollegin. SPD-Chefin Esken hatte sich zuvor nämlich nicht festgelegt, betont nur jede Entscheidung zusammen mit den Partnern. Und deswegen ist es ganz besonders bedeutend, dass alle diese Fragen mit unseren Verbündeten gut abgestimmt werden und dort auch gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Doch auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses sieht keine deutschen Kampfjets über der Ukraine. Ich bin da auch nicht ganz glücklich drüber, dass just in dem Augenblick, als es feststand, als unsere Partner, vor allen Dingen die in der Ukraine, erleichtert waren, dass sie jetzt den Leopard 2 bekommen, direkt dieses Thema aufgemacht wurde. Nach Ansicht von CDU-Außenpolitiker Kiesewetter gehe es gar nicht um deutsche Kampfflugzeuge, die seien sowieso nicht einsatzbereit. Also es geht hier um europäische entsprechende Jets und nicht um deutsche. Und Deutschland sollte den anderen nicht im Wege stehen, denn sonst sind wir wieder ein Stolperstein für den Sieg der Ukraine. Und das ist bitter. Zumindest bei polnischen und slowakischen MiG-29-Kampfjets aus DDR-Beständen müsste Deutschland seine Zustimmung geben. Polen, die USA und Frankreich etwa schließen die Lieferung von Kampfflugzeugen bislang nicht aus. Aus Kiew kommt unterdessen eine weitere Forderung. Vize-Außenminister Melnyk bittet auf Twitter um ein deutsches U-Boot, um die russischen Flotten aus dem Schwarzen Meer zu vertreiben. Wir bleiben in der Ukraine, denn bei neuen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben mindestens 4 Menschen getötet worden. In Kharkiv wurde demnach ein 4-stöckiges Gebäude bombardiert. Eine ältere Frau sei dabei getötet worden. Bei Angriffen auf Cherson wurden mindestens 3 Menschen getötet und 6 weitere verletzt. Die russischen Besatzer in der südukrainischen Region Zaporizhia dagegen berichten ihrerseits von 4 Toten durch ukrainischen Beschuss einer Eisenbahnbrücke. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind kaum unabhängig überprüfbar. Aber unser Reporter Max Hermes ist jetzt in der Nähe von Dnipro und er konnte sich selbst ein Bild von der Lage rund um Bachmut machen. Wie sieht es dort aus? Genau, wir waren heute erst noch dort, sind dort mit Militärs unterwegs gewesen. Die haben uns mitgenommen in die Stadt und zu einem Platz, von dem aus sie Mörsergranaten abgefeuert haben auf die russischen Stellungen. Also sie kundschaften mit Drohnen die Russen aus, die einige Kilometer weiter in einem anderen Stadtbezirk bzw. vor den Toren der Stadt sind und schießen dann und manövrieren dann noch einmal die Kanonen neu und schießen dann wieder. Und unweit dieser Stellung, von der aus die Ukrainer geschossen haben, haben sie mir auch eine Stelle gezeigt. Da haben 2 Tage vorher russische Kampfflugzeuge Bomben abgeworfen und ein gepanzertes Fahrzeug ist dabei zerstört worden und ein weiteres Auto und ein großes Gebäude auch. Also da sieht man einmal, die Russen greifen auch aus der Luft dort Bachmut verstärkt an. Wir sind dann noch weitergezogen in einen Schützengraben, von dem aus die Ukrainer dann auch auf die russischen Positionen schießen. Und währenddessen hat man im Hintergrund immer wieder gehört, wie stark der Artilleriebeschuss ist. Alle paar Minuten hat man da letztlich Schüsse gehört. Also die Stadt ist eine reine Frontstadt momentan. Nur noch ganz, ganz wenige Menschen, die dort momentan leben. Und diejenigen, die jetzt da sind, die hatten auch die Möglichkeit, schon evakuiert zu werden. Also viele, die sich aktiv dafür entschieden haben, in der Stadt zu bleiben, die sagen, wir wollen nicht weggehen.
Zwei Tage vorher hatte ich ebenfalls die Möglichkeit, nach Bachmut zu fahren und habe dort vor allem auch mit vielen Zivilisten gesprochen, aber auch mit einem Militärkommandeur, der mir gesagt hat, dass es eventuell bald an der Zeit sein würde, Bachmut aufzugeben. All diese Eindrücke, die habe ich in einem Beitrag zusammengefasst. In den Beitrag können wir jetzt zusammen mal reinschauen. Hunderte Soldaten, schätzen westliche Geheimdienste, sterben in Bachmut und das jeden Tag. Doch die Ukraine will die symbolisch wichtige Stadt aktuell noch um jeden Preis halten. Ein Kurs, den angesichts russischer Feldüberlegenheit längst nicht mehr alle aus der Truppe unterstützen. Unter der Bedingung, dass er anonym bleibt, spreche ich darüber mit einem Kommandeur. Meiner persönlichen Meinung nach ist es besser, unsere Leute aus Bachmut abzuziehen, um eine neue Verteidigungslinie aufzubauen an einem strategisch wichtigen Punkt. Das macht Sinn, da sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Es wird immer Menschen geben, die in Kiew sitzen und sagen, ihr verratet Bachmut, wenn ihr die Stadt aufgebt, aber das ist Quatsch, das hat nichts mit Verrat zu tun. Doch wie ist die Lage vor Ort? Wir machen uns auf in die Stadt, die in der öffentlichen Wahrnehmung wie keine andere für den Widerstand der Ukraine im Donbass steht. Schon vor der Stadtgrenze sehen wir das Tal, hinter dem die Russen lauern. Hinter mir liegt die Stadt Bachmut. Die Stadt ist von allen Seiten von den Russen eingekesselt. Es gibt nur wenige Wege, um in die Stadt reinzukommen. Und im Hintergrund hören wir schon jetzt, dass es hier ständigen Beschuss gibt. Wir fahren in die Stadt, kommen an einem Markt vorbei. Händler bieten ihre Ware feil, frisches Fleisch, Hygieneprodukte und sogar Kleidung. All das unmittelbar vor der Front. Dazwischen Menschen, die nicht weg wollen, um den Preis, jeden Tag selbst zur Zielscheibe zu werden. Wir haben keinen Strom, keine Heizung, kein Wasser, all das gibt es nicht. Es ist jetzt Winter, ich halte das für einen Völkermord an den Menschen hier. Wir überleben einfach nur. Unsere Bauernhöfe wurden uns genommen. Wir haben alles mit nach Hause genommen, was ging. Und jetzt gehen wir fast gar nicht mehr vor die Tür. Eine Frau redet sich vor unserer Kamera in Rage. Sie sollen sich endlich versöhnen. Es möge Frieden sein. Wir wollen alle in Frieden leben. Wir wollen keinen Krieg. Und wir wollen vor allem nicht, dass noch mehr Waffen hierher kommen. Oksana ist nicht die Einzige hier, die die Waffenlieferungen des Westens kritisch sieht. Wir fahren weiter ins Stadtinnere. Auf unserem Weg ein zerstörtes Fußballstadion, zahlreiche Gebäude zu Schuttbergen zerbombt. Hier mitten im Stadtzentrum haben die Ukrainer Schützengräben ausgehoben für den Fall, dass sich der Kampf noch weiter ins Stadtinnere verlagert. Dann völlig unvermutet ein Ort, den sie Platz der Stärke nennen. Im Hilfszentrum ist es muckelig warm. Die Menschen kommen her, bis zu 100 am Tag, um ihre Smartphones aufzuladen. Apothekerin Irina gibt Medikamente aus. Vor allem alte Leute fragen nach Medizin, aber sie können sie nicht bezahlen. Deshalb bekommen sie alle Medikamente hier umsonst. Während im Hintergrund TV-Bilder vom Krieg laufen, wartet die 55-jährige Svetlana auf eine Information, wie es für sie und ihre zwei Katzen Vassili und Musa weitergeht. Wir sind jetzt seit zwei Tagen hier und wir wissen nicht einmal, wohin wir evakuiert werden. Wir haben keine Idee. Doch sie hat Glück. Ein ausländisches Hilfsteam ist gekommen, um sie und einige andere rauszubringen. Aus Sicherheitsgründen muss alles ganz schnell gehen. Ehrenamtliche Helfer haben hier einen gepanzerten Wagen organisiert. Mit diesem Wagen werden die Bewohner jetzt rausgebracht aus der Stadt, rausgebracht aus dem umkämpften Gebiet. Ein Teil der Evakuierungsgruppe, die 32-jährige Joanna aus Berlin. Ich bin auch Journalistin. Ich habe hier angefangen im Mai zu arbeiten und habe die Gruppe getroffen und habe mich dann entschieden, mich der Gruppe anzuschließen und bei der Gruppe mitzuhelfen. Wenige Augenblicke nach unserem Interview fährt der Transporter los ins deutlich besser geschützte Kramatorsk. Wir machen uns auf den Weg zum Hauptplatz. Viele Gebäude an dem früher einmal beliebten Treffpunkt weitgehend zerstört. Der Hauptplatz von Bachmut fast menschenleer. Wir hören im Hintergrund immer wieder Schüsse. Das Einzige, was man auf den Straßen noch sieht, sind Autos, die sich ganz schnell von A nach B bringen. Wir verlassen Bachmut. Viel ist nicht geblieben von dieser einst so stolzen Stadt. Sie aufzugeben würde allerdings auch bedeuten, alle verbliebenen Einwohner den Russen zu überlassen.
Max, es heißt ja rund um Bachmut, da tobe die blutigste Schlacht überhaupt dieses Krieges. Ist es denn jetzt möglich, irgendwelche Opferzahlen auf beiden Seiten zu erfahren? Wenn man in der Stadt unterwegs ist, kann man das natürlich so jetzt dann greifbar als Bild nicht sehen. Allerdings habe ich mich heute auch mit einem Militärkommandeur unterhalten, habe ihn gefragt nach den Opferzahlen. Er durfte oder konnte mir nichts sagen zu den ukrainischen Toten. Also da gibt es quasi ein Nachrichtenembargo von den Ukrainern. Über die Russen hat er mir gesagt, in dem Ostabschnitt der Stadt Bachmut, für den er zuständig ist, würden pro Stunde 10 russische Soldaten sterben. Also das ist die Zahl, die man mir da genannt hat. Auch das lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Ausländische Militär-Geheimdienstexperten, die gehen davon aus, dass mehrere hundert Soldaten insgesamt pro Tag in Bachmut momentan sterben. Also das ist die Größenordnung dort. Und da kann man insofern schon von der momentan blutigsten Schlacht in diesem Krieg sprechen. Max Hermes, vielen Dank für diese Information direkt aus der Ukraine. Trotz der massiven Corona-Welle in China sind bislang keine neuen Virusvarianten entdeckt worden, sagt das Nationale Gesundheitsamt in Peking. Vergangene Woche seien knapp 1500 ausgesuchte Proben aus verschiedenen Provinzen sequenziert worden, ohne dass eine neue Variante dabei gewesen sei. Die Corona-Welle, die seit Anfang Dezember durch das Land rollt, soll ihren Höhepunkt bereits überschritten haben. Die Zahl der Toten und der Aufenthalte in Krankenhäusern sei in der letzten Woche deutlich zurückgegangen. So, und noch eine wichtige Meldung für die Football-Fans in Deutschland, denn seit heute Nacht steht fest, wer im Super Bowl um den Sieg in der National Football League kämpfen wird. Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes stehen zum dritten Mal in 4 Jahren im Finale der NFL. Sie gewannen gegen die Cincinnati Bengals. Gegner werden die Philadelphia Eagles sein, die sich gegen die San Francisco 49ers überlegen mit 31-7 durchsetzten. Der Super Bowl wird in Glendale in Arizona ausgetragen in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar.